Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die neuen versteckten Herausforderungen, die beim Update 1.3 hinzugefügt wurden. Es sind insgesamt 15 Stück und in diesem Video zeige ich euch, was ihr bei jeder Herausforderung machen müsst. Beginnen wir mit Herausforderung 1. Dazu braucht ihr diesen Parameterwandler. Für die Leute, die den Parameterwandler noch nicht haben oder nicht wissen, wie man ihn kriegt, habe ich hier ein detailliertes Video, wo genau erklärt wird, wie ihr den kriegt. Für alle anderen, ihr könnt den einfach einfügen und dann müsst ihr 150 Materialien sozusagen geben. Geben wir mal hier von diesen maximal 150 und wandeln diese um. Dann kriegen wir hier noch eine Beschreibung, was wir tun müssen. Und zwar müssen wir den aufladen mit Elementarangriffen. Das heißt, ich kann hier mit Elementarangriffen den aufladen. Laden wir den kurz auf. Müssen den auf 100% kriegen. Und dann kriegen wir die Herausforderung. Und ihr seht, wir haben hier auch verschiedene Materialien gekriegt, die wir benutzen können. Und es ist die Herausforderung Umwandlungsnuklid. Nutze den Parameterwandler für eine Umwandlung. Für die zweite Herausforderung müssen wir hier zum Sternfalltal. Wir teleportieren uns dorthin, drehen uns um und laufen Richtung Gebäude. Dort werden wir rote Gegner finden, die hier, um genau zu sein. Und was die machen ist, die graben ja so Feuerschleim aus und werfen die auf einen. Und wir müssen dasselbe Prinzip machen, einfach im Wasser. Das heißt, wir töten kurz den Magier hier, damit der uns nicht stört, während wir die anlocken. Einfach den kurz töten. Genau, und was wir tun müssen, wir müssen die jetzt darüber locken. Hallo. Seht ihr, die graben und werfen dann dieser Feuerschleim auf einen. Wir müssen einfach hier rüber ins Wasser und kurz warten, bis sie das machen. Und ihr seht, Strafstoß. Das ist diese Herausforderung. An manchen Orten kann man graben, so viel man will, und findet trotzdem keine Pyroschleime. Für die dritte Herausforderung müssen wir hier zum Elektrohypostasen. Und zwar besitzt ihr eine Fähigkeit Schere, Stein, Papier. Und ihr müsst euch von allen drei angreifen lassen, damit ihr die nächste Herausforderung kriegt. 1, 2 und 3. Da haben wir Echse und Spuk. Was ist diese Herausforderung hier? Echse und Spock. Lass ein und dieselbe Figur von drei aufeinanderfolgenden Schere, Stein, Papier Angriffen treffen. Für die Herausforderung 4 und 5 müsst ihr zu dem Geohypostasen-Boss gehen. Für die Herausforderung 4 müsst ihr drei Säulen kaputt machen, auf welchen sich der Geoboss befindet. Und für die Herausforderung 5 müsst ihr ihm so viel Schaden drücken, bis er in seine Endstufe geht, wo ihr ihn töten könntet, jedoch ohne eine einzige Säule kaputt zu machen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch kurz in diesem Beispiel. Ihr seht hier die Säulen, wo sich der Geoboss befindet. Ihr müsst die kaputt machen, und zwar drei Stück von denen. Das hier wäre die erste. Das hier wäre die zweite Säule. Und das wäre die dritte Säule. Dann kriegt ihr die Herausforderung, kein Berg ohne festes Grundgestein. Zerstöre die finsteren Steinsäulen, auf denen sich der Kern eines Geohypostasen befindet, so dass diese dreimal herunterfällt. Für die Herausforderung 5 werden wir kurz den Boss resetten lassen, weil wir jetzt schon Säulen zerstört haben. Wir haben den Boss jetzt resetten lassen und ihr braucht jemanden mit einem Bogen zum Beispiel, wo ihr ihm Schaden drücken könnt, ohne die Säulen kaputt zu machen. Ihr seht, wenn er hier oben ist, können wir ihm einfach Schaden drücken. Einfach warten, bis er keine Schilde hat, und dann können wir ihm Schaden drücken, ohne die Säulen kaputt zu machen. Und wenn ihr jetzt seht, wenn ich ihm jetzt noch Schaden mache, bevor er sterben würde, dann kriegen wir die Herausforderung. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe keine Steinsäulen zerstört. Dann kriegt ihr die Herausforderung Nichts hält ewig. Bringe einen Geohypostasen dazu, in die Wiederbelebungsphase einzutreten, ohne ihre finsteren Steinsäulen zu zerstören. Für die Herausforderung 6 müsst ihr zum Windhypostasen. Und bei ihm müsst ihr einfach 10 von diesen Windelementarteilchen einsammeln. Welche ihr auch zum Schluss dann einsammeln müsst, einfach 10 Stück in einem Battle. Dazu warten wir diese Attacke ab, wo ihr solche Tornados erstellt oder beschwört, weil dann erschafft ihr diese Elementarteilchen und die müssen wir jetzt einsammeln. Ich würde euch empfehlen, jemanden zu nehmen, welchem ihr an Höhe gewinnen könnt.
Und dann müsst ihr 10 von denen einsammeln. Und falls ihr dann die 10 eingesammelt habt, kriegt ihr dann zurück mit dem Wind als Herausforderung. Das ist diese hier. Sammeln mindestens 10 Elementarkristalle während eines Kampfes mit einer Anemo-Hypostase auf. Für die 7. Herausforderung müsst ihr zu diesem Feuerboss. Und zwar erschafft er verschiedene Setzlinge, welche ihr dann zerstören müsst. Ihr seht, er erschafft jetzt hier einen Setzling, welcher mich gehittet hat. Und ihr müsst ihn einfach zerstören. Und dann kriegt ihr Kernschmelze. Zerstöre den Flammensamen eines Fluxfeuerbaums. Für die Herausforderung 2 müsst ihr zum Eisboss gehen. Was ihr tun müsst ist, er wird euch mit einem schweren Angriff angreifen. Das heißt, er wird euch mit einem Eisstrahl angreifen. Und sobald dieser Eisstrahl erfolgt, im gleichen Moment müsst ihr seinen Schild kaputt machen. Ich kann es euch zeigen, wie es funktioniert. Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, weil man braucht einen guten, zum Beispiel einen guten Feuer-Damage-Dealer. Und den habe ich nicht, um ihn in einem Hit zu downen. Ihr müsst ihn auf Stufe 2 bringen. Das heißt, ihr müsst den Kern hier unten zerstören erstmal. Und sobald ihr den Kern zerstört habt, geht ihr in seine zweite Phase über. Das heißt, der Schild wird jetzt auf seinem Kopf sein. Und den müsst ihr im selben Moment, in dem ihr euch mit dem Eisstrahl angreift, müsst ihr den zerstören. Genau den Eisstrahl meine ich jetzt. Und jetzt müsste man den Schild zerstören. Aber mein DPS-Feuer ist viel zu schwach für das. Und wenn ihr das geschafft habt, dann kriegt ihr das die Herausforderung 8. Und das wäre dann, auf Englisch heißt es Knockout. Für die Herausforderung 9 müssen wir einen Fatui, einen Schuldeneintreiber, töten, während er unsichtbar ist. Dafür könnt ihr eigentlich ins Buch unter Kopfgeld und könnt ihn verfolgen. Dann wissen wir, wo sich dieser befindet. Das heißt, zu Beginn macht ihr ihn einfach so low wie möglich, also dass er weniger HP hat, um ihn dann, wenn er unsichtbar ist, schnell töten zu können. Und sobald er unsichtbar wird, wie jetzt, können wir eigentlich auf ihn schießen. Und wenn er stirbt, dann erhalten wir die Herausforderung. Das ist diese hier, bis dass die Schuld uns scheidet, besiege einen Pyro-Schuldeneintreiber im Tarnmodus. Für die Herausforderung 10 müsst ihr so eine Eis-Sissin-Zauberin finden. Die findet ihr hier unten. Und ihr müsst sie töten, während sie ihre 3 Moskitos sozusagen oder Fliegen aktiviert hat. Dazu, wieder wie vorhin, einfach low machen. Und sobald sie low ist und ihre Moskitos aktiviert, könnt ihr sie einfach töten. Und dann kriegt ihr einsam und geschmolzen. Das ist diese Herausforderung hier. Besiege eine Kryo-Sissin-Zauberin, während alle ihre Kryo-Sissine vollständig vorhanden sind. Für die Herausforderung 11 müsst ihr so eine Geodrachenechse suchen. Die findet ihr im Buch unter dem Reiter Kopfgeld. Und dann könnt ihr diese verfolgen. Seht, wo die ist. Und was ihr tun müsst, ist, diese macht so einen Charging Attack, also einen Spinning Attack. Und ihr müsst die einfach mit dem Schild blocken. Am besten nehmt ihr Noel dafür, aber ihr könnt auch jeden anderen Schild nehmen. Und ihr seht, sobald sie auf euch zurollt, macht ihr einfach den Schild. Und dann habt ihr den Rums und Bums. Und das ist diese hier. Schlage den Angriff einer Geodrachenechse mit Hilfe eines Schildes zurück, wenn sie auf einen zustürmt. Für die Herausforderung 12 müssen wir zu dem neuen Boss gehen. Also diesem hier, der alten Geodrachenechse. Und was wir dort tun müssen ist, er macht einen AOE-Angriff. Er speit Feuer aus dem Mund und macht dann einen AOE-Angriff. Und wir müssen ihn blocken mit einem Geoschild. Am besten nehmt ihr dort wieder Noel. Ihr seht, er wird jetzt gleich einen Angriff machen. Dann schilde ich mich. Und dann erhalten wir die Herausforderung. Je nachdem, welches Element ist, macht ihr einen anderen Angriff. Das ist diese Herausforderung hier. Das kannst du behalten. Schlage den Angriff Felsspeier einer alten Geodrachenechse mit Hilfe eines Schildes des gleichen Elements oder Geokraft zurück und verursache hohen Schaden. Das heißt, man könnte jetzt auch in diesem Fall, da er Hydro war, mit einem Hydro-Schild gegen sein AOE-Damage vorgehen und dann hätte man die Herausforderung auch gehabt. Wir haben es aber mit dem gleichen Element gemacht mit dem Geo. Und für die Herausforderung 13 müssen wir das genau gleiche machen. Das heißt, wir müssen seinen AOE-Angriff wieder mal blocken.
aber diesmal nicht mit dem Element Geo und auch nicht mit demselben Element, wie der Gegner ist. In diesem Falle ist es der Feuergegner, das heißt, ich habe ein Eisschild mitgebracht. Und sobald er wieder diesen AOE-Damage macht, nehme ich mein Eisschild raus, gehe in die Nähe und blocke diesen. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, weil ich diese Herausforderung schon gemacht habe. Aber das ist die hier. Rückstoß, schlage den Angriff Felsspeier einer alten Geodrachenechse mit Hilfe eines Schildes zurück. Das heißt, nicht Geo und nicht das gleiche Element wie der Boss. Für die Herausforderung 14 müsst ihr so einen Windfatui finden und den findet ihr eigentlich hier auf dieser Straße. Ihr könnt einfach zu der Statue der 7 gehen und dann auf die Straße und da findet ihr gleich zwei. Da gibt es einmal den hier. Und wenn ihr weiterfliegt, seht ihr hier noch einen. Was ihr dabei tun müsst, ist, ihr müsst ein Team haben mit vier verschiedenen Elementen. Feuer, Eis, Elektro und Wasser in meinem Fall. Und was er macht, ist, er bildet ein Schild. Und wenn ihr dort mit einem Element attackiert, dann kann er dieses Element auch als Attacke brauchen. Und ihr müsst sozusagen mit jedem Element einmal draufhauen. Und könnt ihn dann töten. Sobald er dieses Schild hier macht, können wir einfach mit dem Feuer hier draufhauen. Ihr seht, er macht eine Feuerattacke. Nochmal den Schild aktiviert und dann haut ihr mit dem Eis drauf. Dann macht ihr eine Eisattacke. Danach mit Elektro. Und am Schluss noch mit Wasser. Und dann können wir ihn töten. Und falls ihr ihn tötet, kriegt ihr dann die Herausforderung, dass diese hier, das soll einer der vier Winde sein. Besiege eine Anemo-Faust-Stürmer, nachdem du all seine Elementarumwandlungen ausgelöst hast. Bitte nicht mit Wind machen, weil ich habe ihn vorhin mit Wind angegriffen und das hat dann nicht funktioniert. Alles außer Wind. Für die Herausforderung 15, somit auch die letzte Herausforderung, müsst ihr eine Mission machen. Es ist eine Story-Mission und die kriegt ihr eigentlich hier von Catherine bei der Abenteuergilde in Mondstadt. Die müsst ihr anquatschen und die gibt euch dann die Quest Dainsleif, zwei Küter, die müsst ihr dann abschließen und dann kriegt ihr die allerletzte Herausforderung. Das waren alle 15 Herausforderungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch bei den 15 Herausforderungen helfen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr nicht weiteres verpassen wollt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen!